LeBron James ist der meistgehasste Basketballspieler aller Zeiten. Die Kritiker vergessen dabei aber gerne, dass es sich hier um das gehypteste Highschool-Kid in der Geschichte des Sports handelt. Noch nie hatten wir einen Spieler gesehen, der einem so unmenschlichen Hype gerecht wurde. Und nachdem der Mann seit 18 Jahren im Rampenlicht steht, betrachten wir uns heute die vier unterschiedlichen Versionen des LeBron James. Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start, heute mit einem Video zu den vier Entwicklungsstufen des LeBron James. Bevor wir anfangen, Männer, lasst mich einmal Danke für über 700 Abonnenten sagen. Ihr seid die wahren MVPs und damit zurück zum Video. Nummer 1, Highschool LeBron. Wir wissen alle, dass die Amis spinnen, wenn es um den Hype neuer Talente geht. Den Titel The Next Superstar haben unter anderem Kwame Brown, Sebastian Telfair und OJ Mayo verpasst bekommen. Leider können 99% der Teenager nicht mit diesem Druck umgehen und geraten in Vergessenheit. Das eine übrig gebliebene Prozent ist für Highschool LeBron bestimmt. Highschool LeBron hatte den größten Basketball-Hype aller Zeiten. Als 15-Jähriger wurden schon Artikel über ihn in The Slam veröffentlicht. Mit 16 legte er im Schnitt 28 Punkte, 9 Rebounds und 6 Assists auf gegen Gegner, die bis zu 2 Jahre älter waren als er. Und gerade in dem Alter machen 2 Jahre in deiner Entwicklung extrem viel aus. Aber LeBron hatte kein Problem, die älteren Gegner zu dominieren. Um der Ticketanfrage gerecht zu werden, wurden die Spiele seiner Highschool in die Halle der Ohio State University verlegt. ESPN fing sogar an, das erste Mal in der Geschichte des Senders Highschool-Spiele im landesweiten Fernsehen zu übertragen. Stellt euch einfach vor, ihr seppt auf DSF oder ARD und da läuft plötzlich ein Basketballspiel mit irgendwelchen Zehntklässlern. Aber warum war Highschool LeBron eigentlich so dominant? Also in einem Satz, LeBron war mit 16 Jahren schon NBA-ready. Der Junge war so viel schneller, stärker und vor allem vielseitiger in seinem Game als seine Gegenspieler. Ihr seht ja selbst die Highlights, der Typ war einfach ein Mann unter kleinen Highschool-Kindern und dazu noch der vielseitigste Scorer und Passer im ganzen Land. Es gab schon öfter mal Highschooler, die aufgrund ihres Körpers einfach dominiert haben, aber LeBron hatte dazu noch ein NBA-fertiges Skillset. Im Sommer 2002. Als LeBron noch ein ganzes Jahr Highschool vor sich hatte, gab es mehrere NBA-Manager, die öffentlich gesagt haben, sie würden LeBron an Nummer 1 draften, wenn er schon verfügbar wäre. Um das mal zu übersetzen, mehrere NBA-Teams hätten ein gerade 17-jähriges Highschool-Kind vor Yao Ming gedraftet. Also ich weiß nicht, welcher Spieler je so viel Hype bekommen hat und das Sports Illustrated Cover habe ich bisher gar nicht erwähnt. Als erster Highschool-Athlet überhaupt hat das Magazin LeBron mit 17 aufs Cover gepackt. Daneben die bescheidene Schlagzeile The Chosen One, aber Highschool LeBron ist an dem Hype nicht zerbrochen und hat in seiner letzten Saison 30 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists aufgelegt. Durch seine Dominanz in jedem Aspekt des Spiels und dem Erwartungsdruck von außen dürfte Highschool LeBron neben Kareem Abdul-Jabbar der beste Highschool-Spieler aller Zeiten gewesen sein. Nummer 2, Cleveland LeBron. Glaubt mir, jetzt fängt es an richtig Bock zu machen. Wir schauen zuerst kurz auf LeBrons Rookie-Saison und widmen uns dann seinen vielen unmenschlichen Leistungen im Trikot der Cavaliers. Stellt euch vor, heute würde ein 18-jähriger Junge in die NBA kommen und in seinem ersten Spiel gegen die NBA-Profis die Besten der Besten 25 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists und 4 Steals auflegen. Das war damals unser erster Blick auf Cleveland LeBron. Ich sag nochmal, dass der Junge damals gerade 18 Jahre jung war. 3 Monate nach seinem 19. Geburtstag hatte er dann schon sein erstes 40-Punkte-Spiel. Während Jordan damals in North Carolina mit 19 noch auf der Bank saß, hatte LeBron mal eben 40 in der NBA gedroppt. 2007 hat er dann im Alter von 22 Jahren die vollkommen unerfahrenen Cavaliers bis in die NBA Finals geführt. Auf dem Weg dorthin hatte er einen unglaublichen Playoff-Run inklusive seiner Monster-Performance in Detroit, als er gegen die beste Defense der NBA 48 Punkte aufgelegt und die letzten 25 Punkte der Cavaliers einfach alleine gescored hat. Und damit wären wir bei der 2008-2009 Saison angekommen, die für die meisten LeBron-Fans seinen absoluten Prime beschreibt. Sowohl athletisch als auch in der Offense und Defense haben wir LeBron wohl nie zuvor so unaufhaltsam gesehen. Wenn ihr die Highlights seht, wisst ihr, was ich meine. Sein Drive zum Korb war einfach nicht zu stoppen. Er konnte werfen, spielte Point Guard, war ein Ein-Mann-Fastbreak. Stellt euch Russell Westbrook in seiner MVP-Saison vor, aber einen Kopf größer und 20 Kilo schwerer. Dann habt ihr 2008-2009 LeBron. In den Playoffs hat der gute Mann dann komplett durchgedreht und 35 Punkte, 9 Rebounds und 8 Assists im Schnitt aufgelegt. Dazu kamen noch 2 Steals und 1 Block pro Spiel. Die Cavs hatten damals neben LeBron nicht mal einen weiteren Star im Team und trotzdem hat er sie zur besten Bilanz der regulären Saison und in die Eastern Conference Finals geführt, wo die Basketballgötter uns für immer bestraften und ein Finale zwischen Kobe und LeBron verhindert haben. Trotzdem ist diese erste Cleveland-Version von LeBron eine der athletischsten, vielseitigsten und dominantesten Spieler
Spieler, die wir je gesehen haben. Dazu kommen 2 MVPs, 6 All-Star-Nominierungen und ein Finals-Trip. Doch es gibt ein großes Problem mit dieser LeBron-Version: sie hat keine Titel und wird mit diesem Cleveland-Team auch niemals an den Big Three in Boston vorbeikommen. Wir brauchen also einen noch besseren LBJ. Nummer 3, Miami LeBron. Da haben wir ihn, den meistgehassten NBA-Spieler aller Zeiten, 2011 Miami LeBron. Hört euch einfach nur mal seine Rückkehr nach Cleveland an. Number 6, LeBron James. At forward, 6'11 from Georgia Tech, number 1, Chris Bosh. Der Mann war so verhasst in seiner eigenen Heimatstadt, dass die Fans sein Trikot auf der Straße verbrannt haben. Die Miami Heat waren 2011 für NBA-Fans einfach der Inbegriff des Bösen. Jeder hat dieses Team gehasst und deshalb wurden auch Partys auf der ganzen Welt gefeiert, als die Heat in den Finals gegen Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks verloren haben. LBJ spielte seine schlechteste Playoff-Serie überhaupt und kam nur auf grottige 18 Punkte pro Spiel. In Game 4 hatte er unterirdische 8 Punkte. Diese erste Miami-Version will jeder Fan so schnell es geht vergessen und das konnten die Fans auch, denn nur ein Jahr später gewannen die Heat im Eastern Conference Finale gegen die Big Three in Boston. LeBron legt in Game 6 eines seiner legendärsten Spiele hin und danach wurden Kevin Durant, Russell Westbrook und James Harden in den NBA Finals zerstört. LeBron legte 28 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists auf und wurde zum Finals MVP gewählt. Eigentlich ein Happy End, aber niemand wollte den verhassten Heat und LeBron diesen Titel gönnen. Er wurde diskreditiert, nur gewonnen zu haben, weil es ein Lockout-Jahr war und weil die Thunder viel zu jung gewesen wären. Meiner Meinung nach war die Kritik auch vollkommen berechtigt. Die Saison war nun mal verkürzt und die Thunder waren wirklich viel zu unerfahren, um im Finale zu gewinnen. Miami LeBron konnte also immer noch nicht durchatmen. Was uns zur besten LeBron James Form der Miami Tage bringt: 2012, 2013 Miami LeBron. Wenn ihr dachtet, 2009 Athletic LeBron war unterhaltsam, dann zieht euch bitte 2013 LeBron rein. Ein Basketballspieler mit seinem bis dato mentalen und körperlichen Prime. Ein Spieler so überlegen, dass man das Gefühl hatte, er würde die Hälfte der Zeit nur auf die anderen Spieler warten. LBJs Basketball-IQ war 2013 so hoch und der Körper so unaufhaltsam, dass er in dieser Form wohl am ehesten Jordan vom Thron hätte schlagen können. Um das zu beweisen, schauen wir in die 2013er NBA Finals. Das heißt also LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosh gegen Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard und Greg Popovich. So ein starbesetztes Finale hatten wir lange nicht gesehen. Die Basketballgötter gaben uns 7 Spiele, den unglaublichen Game-Winner von Ray Allen in Game 6 und natürlich den zweiten Titel für LeBron James. Und ich weiß, die Kritiker lieben es, auf diesem Wurf von Ray Allen herumzureiten, weil er ja ganz offensichtlich LeBrons Karriere gerettet hat. Wie kann ein Wurf deine Karriere retten, wenn du selbst 31 Punkte, 10 Rebounds und 11 Assists auflegst? Und wenn euch das nicht genug ist, hat er in Game 7, um die Serie zuzumachen, 37 Punkte und 12 Rebounds gedroppt. Ich war 2012 noch einer der größten LeBron-Hater überhaupt, aber nach dieser Finalserie gegen eins der besten Teams überhaupt konnte man einfach nichts mehr Negatives über ihn sagen. Und um diese Form abzuschließen: Miami LeBron wurde in seinen 4 Jahren in Miami 4-mal All-Star, 2-mal MVP, 2-mal Champion, 2-mal Finals MVP und stand 4-mal im NBA-Finale. Wenn es um Titel geht, ist diese LeBron-Version auf jeden Fall die erfolgreichste. Ich fasse nochmal kurz zusammen: wir hatten also den "Ich dominiere meine Mitschüler Highschool LeBron", den "Ich bin Anfang 20 und zerstöre jeden in der NBA Cleveland LeBron" und den "Alle hassen mich, aber ich gewinne endlich Titel Miami LeBron". Und damit bleibt nur noch eine Version übrig, Nummer 4, Cleveland LeBron 2. Als letztes betrachten wir die "Ich chille in der regulären Saison, um in den Playoffs fit zu sein" Version. In LeBrons erster Saison in Cleveland lief er offensichtlich im Sparmodus. Er legte seinen niedrigsten Punkteschnitt seit seiner Rookie-Saison aufs Parkett und spielte nur 36 Minuten pro Spiel. Aber kaum fingen die Playoffs an, zeigte er sein wahres Gesicht: 30 Punkte, 11 Rebounds und 8 Assists in 42 Minuten pro Spiel. Die Cavaliers marschierten dominant durch die Eastern Conference, aber leider waren die Basketballgötter in diesem Jahr gegen die Cavs. Zuerst wurde Kevin Loves Schulter ausgekugelt, danach brach sich Kyrie Irving die Kniescheibe. Beide konnten also nicht in den Finals spielen. Cleveland LeBron stand also alleine den Golden State Warriors gegenüber. Das Einzige, was er ihnen entgegenzusetzen hatte, war die angesparte Kraft aus der regulären Saison und die bekamen die Warriors auch in vollem Ausmaß zu spüren. Mit einem hoffnungslos unterlegenen Team legte LeBron 36 Punkte, 13 Rebounds und 9 Assists pro Spiel auf und konnte dabei sogar
2 Spiele gegen die Warriors gewinnen. Letztendlich verlor Cleveland aber die Serie und Stimmen wurden laut, man sollte LeBron trotz seiner Niederlage den Finals-MVP überreichen. Der Mann ließ einfach sein Herz auf dem Feld, aber konnte ohne 2 Drittel seines Teams leider nichts ausrichten. Was uns zur nächsten Saison meiner All-Time-Favorite LeBron James-Version bringt, wieder stehen die Cavaliers den Warriors im Finale gegenüber. Golden State hat in der regulären Saison 73 Spiele gewonnen und ist damit offiziell das beste Team in der Geschichte der NBA. Wir wissen alle, was passiert. Die Warriors gehen gegen die Cavs 3-1 in Führung und müssen nur noch ein Heimspiel gewinnen, um wieder Meister zu werden. Keiner gibt den überforderten Cavaliers auch nur den Hauch einer Chance, vor allem weil noch nie ein Team eine 3-1-Führung in den Finals aufholen konnte. Zumindest bis 2016, denn in Game 5 und Game 6 zerstörte LeBron die Warriors mit jeweils 41 Punkten. Im alles entscheidenden Game 7 legte der Mann ein Triple-Double auf und schaffte sich mit diesem Block einen All-Time-Great-Finals-Moment. Das Spiel ging an die Cavs, LeBron gewann den ersten Titel in der Geschichte der Cavaliers und wurde natürlich zum Finals-MVP gewählt, und mit diesem Sieg gegen das beste Team aller Zeiten hatte er damals endgültig bewiesen, dass sein Name in die GOAT-Diskussion gehört. Wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, dann lasst mich erstmal ein fettes Danke sagen. Das Skript hierfür habe ich heute spontan runtergeschrieben. Es war also nicht geplant, ein 10 Minuten LeBron-Video zu machen, aber ich dachte, es wäre einfach interessant, LeBrons Karriere mal aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Schreibt mir, ich hab's geschafft, in die Kommentare, damit ich weiß, ob sich überhaupt jemand das Ding hier bis zum Ende angeschaut hat. Das war's leider schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Peace!